Dieses Video ist sponsert bei Medion und hilft, Projekte wie den Alex-Kalender umzusetzen. Obtain. Okay, Obtain? Dieser Mist ist doch schon etwa ein Jahr alt. Ja, stimmt. Und genau deswegen lohnt es sich auch erst jetzt, ein Video darüber zu machen. In diesem Video geht es also über die Vor- und Nachteile von diesem Geheimtipp. Alexi, Bexi. Hey, ihr mutwillig Maschendrahtzaun malträtierenden Milchbubbis. Im heutigen Video möchte ich euch kurz und knapp von einem Geheimtipp erzählen, damit ihr euren lahmarschigen Computer noch nicht bei eBay für viel zu wenig Geld verscherbeln müsst und nochmal so richtig drauf loszocken und arbeiten könnt. Denn heute geht es um Intel Optane. Ja, ich weiß, voll 2017. Aber gut, dass wir gewartet haben, denn im Jahre 2018 kann der Spaß nicht nur mehr, sondern man kriegt auch viel mehr für weniger Kohle. Also lehnt euch zurück, macht euch schon mal Popcorn mit der scheiß Hülle der Löwen Popcornhaube und genießt die nächsten Minuten. Was ist denn überhaupt Optane? Ihr kennt das. Ihr wollt einen neuen Computer haben oder eurem vorhandenen Computer etwas Gutes tun, also müsst ihr euch entscheiden. Entweder viel Speicher, also HDD und günstig, oder Geschwindigkeit, also SSD bzw. NVMe, dafür aber teuer. Und Intel Optane hat sich nun zur Aufgabe gemacht, genau dazwischen zu scheißen. Denn es ist so, je nach Geldbeutel sitzt ein 16 oder 32 GB Modul zwischen Festplatte und Rest des Computers und kümmert sich darum, dass alle benötigten Daten für den Prozessor bereit liegen und nicht erst herausgefischt werden müssen. Ich zeige euch das nochmal hier am Beispiel des neuen Medion Akuya P62020. Also, von Haus aus ist schon eine SSD mit 180 GB drin und das ist die hier. Darauf läuft Windows 10. Damit aber auch der Rest von dem Core i5 Plus 8400 Prozessor und den 12 GB Arbeitsspeicher profitiert, sitzt jetzt hier die große 1 TB HDD und da das 16 GB Intel Optane Modul. Und das holt sich alles, was es braucht, von hier. Und der Rest holt sich alles, was es braucht, von hier. Ist nämlich eines der entscheidenden neuen Vorteile von Optane. Ihr könntet sozusagen jede Festplatte im Computer beschleunigen, nicht nur den Hauptspeicher. Also jetzt ist nicht nur booten schneller, sondern auch andere Dinge tun schneller. Aber labern kann man vieles, wenn der Tag lang ist. Also lass es mal ausprobieren. Kleinteilige Programme wie Photoshop brauchen inklusive großer PSD mit Optane etwa 7 Sekunden und ohne Optane etwa 24 Sekunden. Oh, und nein, und nein, und nein. Die Optane-Aufgaben kann ein Arbeitsspeicher nicht übernehmen, denn es ist so. Der Arbeitsspeicher kann eure Schmuddelfilmchen nur für den Moment halten, dann sind die Daten weg. Optane lagert Dateien dagegen wie eine Festplatte. Deswegen lernt der Speicher auch mit der Zeit aus eurem Nutzungsverhalten oder Nutzungsmuster. Wow, was für ein Wort. Das, was ihr da an Dokumenten oder Programmen immer wieder braucht, wird nach und nach im Speicher bereitgelegt. Das kann der Internetbrowser sein, das kann Office sein, das können aber auch Spiele sein. Na, stimmt. Deswegen könnte man zum Beispiel aufgrund der vorhandenen potenten Teile in dem Akku ja auch einfach eine GTX 1070 verbauen. Und schwupps, habt ihr einen vollwertigen Gaming-Rechner. Sozusagen Win-Win. Ihr hättet dann nicht nur den Speedboost durch Optane, sondern auch noch die Grafikkarte, die ihr euch zum Beispiel unter dem Video verlinkten Shop kaufen könnt. Na, hoffentlich kann die auch was. Gucken wir mal. Das Starten von PUBG dauert ohne Optane 41 Sekunden und mit Optane 39 Sekunden und läuft dann auch in Full HD auf Ultra entspannt bei 80 bis 100 Bilder pro Sekunde und schließt für alle Neugierigen da draußen 3D Mark mit 5602 Punkten ab. Ja, also so schön das aber alles klingt, für professionelle bzw. Hardcore-Nutzer ist Optane nix, bzw. nur bedingt. Foto- oder Schnittprogramme starten schneller, ja. Aber angenommen, ihr schneidet Videos oder arbeitet mit vielen Fotos. Das sind in der Summe meist viele kleine und auch noch unterschiedliche oder auch einzelne verdammt große Dateien, die sogar größer als der Optane-Speicher sein können. Mit solchen Dingen kann zum einen der Algorithmus nichts anfangen und zum anderen reicht für solche Dateien
allem die Schreibgeschwindigkeit nicht. Da ist eine echte SSD bzw. NVMe gegenüber Optane die bessere Wahl. Ich meine, ihr könnt es selbst ausprobieren, denn mit dem Kauf eines neuen Intel-Prozessors gibt es das Optane Creativity Bundle kostenlos als Download dazu. Da ist zum Beispiel jede Menge Software von Magix dabei. Oh, und allzu alt darf euer Computer, wenn ihr ihn nachrüsten wollt, dann auch nicht sein. Denn Optane funktioniert nur mit Intel-Prozessoren und auch nur ab der 7. Generation, also sozusagen mit Computern ab dem Jahre 2016. Also, was ist... Zusammengefasst kann man sagen, dass ihr mit Optane den enormen Speicher von klassischen HDDs auf Geschwindigkeitsniveau von modernen SSDs nutzen könnt. Aber nur, wenn ihr nachvollziehbare Dinge für den Algorithmus tut. Für kreative Arbeitsplätze ist es doch eher nix. Aber hey, für die meisten von euch da draußen ist es eigentlich genau das Richtige, so wie dieser Rechner hier. Denn ich weiß, dass ihr Überraschungen liebt und ihr wisst, dass ich Überraschungen liebe. Deswegen gibt es für euch diesen Rechner, so wie er hier steht, für euch zu gewinnen. Das heißt, inklusive dem i5-8400, inklusive dem 16 GB Optane-Modul, inklusive 180 GB SSD, inklusive 1 TB HDD und inklusive GTX 1070. Alles, was ihr tun müsst, wenn ihr mitmachen wollt, ist einen Kommentar unter dem YouTube-Video posten mit dem Hashtag MachMalGeil. Alle anderen, die Kommentare posten und keinen Hashtag dazu schreiben, sind nicht mit im Lostopf. Und dann werden wir in den nächsten Tagen mal gucken, wer der, die das glückliche Gewinner ist. Okay. Ja, das war's.